Schlage hier rein. Bis zu 50% bei gekennzeichneten Gartenmöbeln. Allnet Flat ab 7,99. Badegewässer in Europa haben gute Qualität. Die EU-Kommission hat 21.000 Seen und Küsten getestet und heute ihren Report veröffentlicht. 50% der Badegewässer Bestnoten. Bei denen auch politische Gegner ausgeschaltet werden können. Ende Mai 2015 fahre ich wieder mal für 4 Tage an meinen Lieblingsfluss, meinen Heimatfluss, die Lahn, um hier 4 Tage zu paddeln. Dazu steuere ich als Startort den Zeltplatz Scholeck an. Gleich 4 große Kanuverleiher teilen sich diesen ehemaligen Pfadfinderplatz und hier befindet sich deren Basislager, deren Bootsdepots und auch jede Menge Zeltplätze. Ich stelle mich hier auf einen Parkplatz und beginne damit in aller Ruhe mein Luftkajak aufzupumpen, startklar zu machen. Meinen Riverstar, mit dem ich auf dieser LAN-Tour 2016 erstmals mit 2 Hunden paddeln möchte. Seit einigen Jahren benutze ich mit Vorliebe ein Luftkajak, und zwar das von der Firma Grabner mit dem Namen Riverstar. Dieses Schlauchkajak zeichnet sich besonders aus durch hohe Kippstabilität und enorme Robustheit. Das entspricht meinem Feeling, meinem Körpergewicht und vor allen Dingen auch meiner Behinderung. Ich komme in dieses Kajak super leicht rein, fühle mich lange Zeit auch wohl darin. Und es ist einfach ein Boot für den Rest meiner Tage auf Erden, auf Flüssen, auf allen Gewässern, die ich so noch paddeln möchte. Nachdem meine Tochter Samira und ich im Sommer 2015 mit den Grabner Luftkajaks Explorer 2 und Riverstar in Schweden unterwegs waren, möchte ich heute hier 2016 auf der LAN testen, ob das auch mit 2 Hunden möglich ist.
Denn 2015 hatte jeder von uns nur einen Hund im Kajak. Und heute probiere ich das mal, wie das mit Zweien funktioniert. Der Riverstar, den ich auch mit einer optionalen Steueranlage ausgestattet habe, was mir sehr nützlich erscheint, ist eigentlich ein Zweierkajak, aber die Sitzpositionen sind variabel. Und so platziere ich heute wieder mal den Sitz mehr in die Mitte, sodass dieses Boot dann auch zum wendigen Einerkajak wird. Es ist im Wesentlichen egal, ob ich nur 3 Tage oder 4 Wochen mit einem Kajak mit Zeltgepäck unterwegs bin. Das Gerödel, was da rein muss, bleibt stets das gleiche. Mein kippstabiler Riverstar wird damit vollgestopft, aber noch nicht ausgelastet oder gar überlastet. Die Hunde kommen also nicht in das Boot, sondern auf das Boot. Dafür benutze ich eine Einer-Persenning, mit der das Gepäck super abgedeckt ist. Dazwischen kommt eine Schaumstoffmatte und auf diesen Schaumstoffmatten vorne im Bug und hinten im Heck werden auf dem Riverstar meine Hunde Luzi und Fly Platz nehmen. Damit meine Hunde das akzeptieren, muss ich das natürlich erst mit ihnen hier an Land üben. Sie daran gewöhnen, sie darauf einstimmen, ihnen klar machen, dass man da keine Angst haben muss, dass das alles prima ist, dass wir nicht Gender nicht kippen und dass es sich auf Deck des Riverstar sehr gemütlich liegen lässt. Dahin. Und sitz. Fly, wo bist du? Bleib, bleib. Alles gut. So, bleib. Okay. Noch Platz. Da ist Platz. Mit meinen Kanuwandervorbereitungen mit 2 Hunden verdödle ich heute den gesamten Mittwochnachmittag und werde erst morgen an Fronleichnam erstmals mit 2 Hunden auf die Lahn kommen. Aber über Nacht penne ich einfach in meinem Dacia Docker, Duster, in dem sich ein einfaches, aber gemütliches Matratzenlager befindet. Und morgen werde ich von hier Scholeck bis nach Weilburg paddeln, wo ich dann auch auf meine Frau Astrid treffe, die mich die weitere LAN-Tour begleiten wird, und zwar in einem Grabner Luftkajak Explorer 2 zusammen mit ihrer Hündin. Wir werden also dann sogar mit 3 Hunden und 2 Luftkajaks die LAN hinunterschippern. We'll be right back.
Wie man hier auf diesen Aufnahmen sieht, klappt mein Experiment hervorragend mit zwei Hunden an Deck, die Lahn hinunter zu schippern. Aber mein Erstaunen ist maßlos, als kurz hinter mir ein Kanadier mit sogar vier Hunden vorbeischippert, wo ich einfach staune, mich freue und die Sache mega cool finde. Die Lahn ist also auch ein hundetaugliches Kanu-Revier. Oh, echt viele Hunde. Viele Hunde. Bleib locker. Wie schön. Auch das Schleusen mit meinen beiden Australian Shepherd Hündinnen Fly und Lucy erweist sich als problemlos. Eigentlich hatte ich Bedenken, dass sie in der Schleusenkammer nervös werden, umzingelt von vielen Kajaks, Kanadiern, vielen Menschen. Und nun ja, es passiert nichts. Nur die Gänse hier am Wehr der Schleusenanlage Löhnberg reizen meine Hunde zur Gänsejagd, was ihnen beinahe zum Verhängnis wird. Aber auch später ist der Schleusenkanal, der dunkle Schifffahrtskanal, der einzige davon in Deutschland, in Weilburg, der unter der Altstadt hindurchführt, kein Problem. Die Hunde sind unglaublich anpassungsfähig, geduldig und cool. Kurz hinter der Doppelschleuse in Weilburg befindet sich ein Zeltplatz, der einstmals der Stadt Weilburg gehörte, nunmehr aber verpachtet ist an einen örtlichen Kanuverleiher. Hier lande ich an zu übernachten und auch auf meine Frau Astrid zu warten, die hier in Kürze eintreffen wird mit ihrem Dacia Docker und einem Luftkajak Explorer 2 und natürlich auch ihrer Hündin Spaghetti. Und ab morgen werden wir die Lahn ab hier gemeinsam hinunterschippern. Das freut mich. Yeah.
müssten Sie bis nach Odersbach laufen. Hier sind wir also zu zweit mit drei Hunden in zwei Luftkajaks unterwegs und Astrid baut hier den Explorer 2 auf. Auch dieses schon lange bei uns bewährte Kajak erscheint uns hundetauglich. Es war auch schon letztes Jahr in Schweden mit meiner Tochter mit ihrer Hündin Fly im Einsatz. Manche Leute fragen mich immer wieder, ob die Grabner Bootshaut auch Hundekrallen aushält. Oder ob man die Hundepfoten mit Booties überziehen muss, mit Neoprenschuhen. Ich sage hier mal klipp und klar, bisher sehen wir trotz schon längerem Hundeeinsatz in Grabner Luftbooten keinerlei Schäden, keinerlei Kratzspuren. Die Grabner Bootshaut, die Gummihaut, ist ungewöhnlich abriebfest. Aber natürlich ist auch Fakt, dass Grabner Luftboote ungewöhnlich teuer sind. Jedenfalls im Vergleich zur PVC-Konkurrenz. Aber eins ist Fakt, Qualität hat ihren Preis und unsere ersten Grabner Luftkajaks sind schon mehr als 2 Jahrzehnte im Einsatz, ohne dass sie zu Schaden gekommen sind. Und das ist das, was letztendlich zählt, aber auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnt es heftig zu regnen. Schwülwarme Luft sorgt für Gewitterstimmung und erheblichen Starkregen. Deshalb spannen wir hier Freitagmorgens zum Frühstück einfach unser Regentab auf und weiter geht's. Wir harren der Dinge, die da kommen und irgendwann hört der Regen auf und siehe da, der blaue Himmel macht sich wieder, ja, Platz. Leicht verspätet machen wir uns dann auf die Königsetappe der Lahn, nämlich auf die Strecke von Weilburg nach Runkel über 25 Kilometer. Das ist meiner Ansicht nach einer der schönsten Abschnitte der mittleren Lahn. Und darüber werde ich in Video 2 meiner Lahn-Dokumentation 2016 berichten. Bis dann, ciao.